Willkommen beim iWorkplace. Ich zeige Ihnen, wie Sie in Windows einzelne Programmfenster platzieren können. Das Ganze nennt sich AeroSnap. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich habe hier Word bereits geöffnet. Wenn ich draufklicke, erscheint das einmal zuerst zu klein. Man könnte das nun irgendwie herumtragen, da unten ein bisschen größer zupfen, bis es dann endlich den Bildschirm füllt. Oder machen Sie da oben im obersten Teil dieses Balkens einen Doppelklick, dann füllt es den ganzen Bildschirm, wieder ein Doppelklick, dann ist es wieder kleiner. Oder eben hier wird es da unten parkiert, hier wird es ganz vergrößert oder hier das Programm geschlossen. Ich will das nun aber ganz anders darstellen, denn ich habe hier weitere Fenster, ich habe noch ein Excel-Fenster, ich habe noch ein Windows Explorer-Fenster und ich habe noch ein Internet-Fenster. Und jetzt kriegt man da wirklich sehr schnell ein riesiges Durcheinander und müsste das immer so herumschieben. Ich zeige das zunächst einmal bei einem einzelnen Fenster. Ich packe hier das Programm Word am oberen Balken, trage es nach rechts, bis die Pfeilspitze des Cursors den rechten Rand berührt. Jetzt, dann kommt so ein Hauch auf den Bildschirm, der platziert sich gerade hälftig auf dem Bildschirm. Das heißt, nachher wird Word so groß dargestellt, eben halber Bildschirm. Ich lasse die Maustaste los und da ist es. Links wird all das noch angezeigt, das im Moment bereits aktiv ist und läuft. Das ist hier bei mir dieses Aufnahmewerkzeug. Und ich könnte nun hier draufklicken und sagen, ja, dieses Programm hätte ich nun auch noch gerade hälftig angezeigt. Ich kann mit einem Doppelklick das wieder groß machen oder ich kann das Programm packen hier und anstatt auf die Seite fliegen, hier oben in die Ecke, dann wird es nur ein Viertelbildschirm groß dargestellt und ich kann nun weitere Programme öffnen und hier herum platzieren. Ich öffne nun vier Programme. Da sind sie. Was passiert, wenn ich nun mein Programm nehme und in die obere rechte Ecke fliege? Dann wird nur dieser eine Viertelteil dargestellt und die anderen bleiben immer noch irgendwie auf dem Bildschirm. Wenn ich aber das Programm, das Word, nach rechts werfe, habe ich hier zur Auswahl, was links dargestellt werden soll. Ich nehme mal hier die Webseite SRF. Ich packe nun Word, fliege ganz nach links. Hier wieder die Auswahl, was denn rechts stehen soll. Ich klicke wieder auf Excel. Dasselbe kann ich auch mit der Windows-Taste. Ich lasse die Windows-Taste gedrückt und gehe zu den Pfeilen, ich drücke den Pfeil nach unten, also geht Excel nach unten, oder ich drücke den Pfeil nach oben, Excel ist wieder groß, oder Pfeil nach links, oder noch mehr nach links, und so weiter. Also dasselbe geht auch mit den Pfeilen. Wo sind diese Einstellungen versteckt? Ich gehe hier zum Windows-Zeichen, zu den Einstellungen, bei den Einstellungen zu System und bei System zu Multitasking. Hier sind diese vier Einstellungen für das AeroSnap. Das war's.